La double licence franco-allemande en partenariat avec l'Université de la Sarre s'adresse à des étudiants ouverts aux grands enjeux du monde contemporain, économiques, sociaux, que le droit a pour vocation de résoudre. Ich würde hinzufügen, dieses Studium ist auch für diejenigen unter Ihnen gedacht, die Spaß an Diskussion und Argumentation haben. Juristen streiten immer, versöhnen sich aber danach meistens wieder. Und auch für diejenigen, die das Meer vom Hörsaal aus sehen wollen. Ce qui compte, c'est la motivation et la capacité à suivre des matières techniques dans la langue allemande. J'ai choisi ce cursus franco-allemand car tout d'abord, je parle l'allemand depuis l'âge de 10 ans et je pense que c'est un atout et qu'il faut l'utiliser. Die zwei ersten Jahre werden Sie an der Universität des Saarlandes verbringen. Dort werden Sie sich vertieft den wichtigsten Fächern des deutschen und französischen Rechts widmen. Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften im deutschen Recht sind solche des regulären Studiengangs der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, während Cours Magistraux und Travaux Dirigés vom Centre Juridique angeboten werden. Die wichtigste Besonderheit dieses Programms ist, dass die Universität des Saarlandes über zwei Lehrstühle für französisches Recht verfügt, die von zwei in Frankreich ausgebildeten Universitätsprofessoren besetzt sind. Das heißt, Veranstaltungen zum französischen Recht werden ganz genau wie in Frankreich konzipiert. Les étudiants au terme des trois ans seront diplômés à la fois de la licence de droit de l'Université Côte d'Azur et d'un LLB, un bachelor de l'Université de la Sarre. Les étudiants qui sortent de la double licence franco-allemande entre l'Université Côte d'Azur et l'Université de la Sarre bénéficient d'un avantage s'ils souhaitent travailler au sein d'organisations internationales, spécifiquement européennes, mais pas seulement, puisque nombreux sont les cabinets d'avocats, les entreprises à rechercher des étudiants capables de manier autant le français et l'allemand, autant le droit français que le droit allemand. Das ist aber nicht alles. Studierende dieses Programms werden in der Berufswelt auch als Anwälte bzw. Richter in rein nationalen Angelegenheiten und im Allgemeinen auch als Juristen sehr geschätzt. Das liegt daran, dass sie über verschiedene Methoden und breitere Lösungsansätze verfügen, um ein Problem zu behandeln. En travaillant, en étant motivé, en s'acharnant et avec le soutien des professeurs et de la promo, on y arrive. Et c'est vraiment une très très belle expérience que je ne regrette absolument pas d'avoir faite.